Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Rims Racing, liebe Freunde. Es geht weiter. Und ja, wie das letzte Mal schon gesagt, hier, wenn man ein Einzelrennen macht, kann man hier die KI von 20 bis 100 einstellen. Die Gegneranzahl, alles. Ja gut, die Gegneranzahl muss jetzt nicht sein, aber zumindest die KI-Stärke, das muss ja da irgendwo in der Karriere auch möglich sein, aber leider nicht. Ja, ich habe mal jetzt auf Profi gestellt, denn auf der mittleren Stufe ist es eine komplette Katastrophe auch. Die KI-Stärke. Da ist man, ja, nach 5 Runden fast, überrundet man die anderen fast schon alle. Da müssen sie noch unbedingt anschrauben. Ja, das muss einfach sein. Komisch, ist das nur bei mir so? Ich weiß es nicht. Sehr, sehr komisch. So. Wir schauen mal rein. Ah genau, wir haben da Handlungsbedarf. Bremszettel vorne. Wie schauen wir da aus? 74, ja. Da komme ich noch einmal wie in den Shop. Ja, warte, ich will die aber mal montiert lassen. So kommen wir rein. So kommen wir rein. Beleuchtung, Brems. Mach jetzt Belege oder Sättel? Bin ich blöd? Ah, Bremssättel, ja genau. Und Bremsscheiben. Und einmal der Sattel. Obwohl der Sattel 14, der könnte noch einmal gehen, oder? Wie viel haben die Scheiben? 65. 69. Ja. Na gut, wie viel kostet das? Bremsbeläge, Bremssättel, Bremsscheiben vorne. Wieso sehe ich das dann hier eigentlich nicht? Das ist ja ein bisschen komisch. Da sehe ich es wieder. Zum Shop. Das ist das, was ich einbaut habe, oder wie? OM Bremsscheiben. Ich glaube, das sind die. So, kaufen wir da noch einmal ein paar? Bremsscheiben hinten, das sind die, was man theoretisch. Ja, nehmen wir die wieder. Ich hoffe, das stimmt. Wie viel kostet der Bremssattel vorne? Da steht aber nicht, da haben wir die montiert, oder wie? Ja, die nehmen wir wieder. So, das sollte jetzt. Passt auf. Bremssattel vorne. Mal demontieren. Ach, jetzt muss ich wieder drehen hier. Das ist irgendwie einmal ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt immer tun muss. Ist natürlich auf jeden Fall eine coole Idee, keine Frage. Wechseln. Warum ist da ein Rufzeichen? Ja, wir haben auf jeden Fall noch einmal die gleichen genommen. Okay, das stimmt. Das sind die, was montiert sind. Ja, perfekt. Zack. Und die kann ich verkaufen. Für 222. Okay, passt, perfekt. Ja, okay, da haben wir ja, das vielleicht gerade mal, jetzt habe ich nicht genau geschaut, aber so groben 1000er, oder? Ja, gut, in echt ein 1000er, ja. Bremsscheiben vorne. Ja, jetzt müssen wir da natürlich demontieren. Haben wir keine Mechaniker, der was macht, der das für uns macht, wenn wir es nicht unbedingt selber jedes Mal hier alles austauschen wollen? So, Freunde, wechseln, genau. Ah, da hätte ich ja schon einen gehabt. Okay, das ist der, was ich gerade gekauft hatte. Das ist wahrscheinlich das Rufzeichen. Das sind die gleichen, genau. Und tschüss. Die verkaufen wir gleich wieder. Ja, montieren müssen wir ja auch noch. Oh, ist das ein bisschen... Puh. Ist ja fast schon ein bisschen wie Werkstattmechaniker. Bremsscheibe hinten noch. Die tauschen wir noch aus natürlich. Die tauschen wir auch aus. Ach, da wird aber die Liste auf einmal.
die Kette lösen. Ach du Schande. Hauptmotor aus drin. Entfernen. Felge von der Schwinge. Oh, das ist ja eine Arbeit hier. Alter Schwede. Wenn man da die Ding tauschen muss, aber interessant auf jeden Fall. Okay. Ich habe keine Bremsscheibe. Habe ich die Bremsscheibe gekauft? Gott sei Dank kommen wir hier gleich zum Kaufen, das ist natürlich gut. Kann ich gleich verkaufen? Ja. So, montieren. Ja. Muss ich jetzt nicht mehr reinschrauben in das Motorrad? Ach du Scheiße, ich muss ja noch irgendwie montieren, oder? Ich muss das... Ist das ein Bug oder muss ich das Rad noch montieren? Ah, da blinkt er eh noch. Das habe ich irgendwie verpeilt vorher gerade. So, montiert. Wird das hier eine Werkstattfolge? So, jetzt sitzt aber hier alles fest, oder? Jawohl. Was haben wir hier noch? Spiegel. Gut, die haben wir ja absichtlich. Was ist mit der Kennzeichenhalterung? Wieso ist die gelb? Ist das hier ein Problem? Da steht es aber noch, offizieller, originaler Kennzeichenhalter. Entfernen Sie ihn, um das Gewicht des Motorrads bei den Wettbewerbsrennen zu reduzieren. Ja, und dann haben wir aber 30 Sekunden Vorsprung auf den zweiten, weil das nicht gut eingestellt ist. Ja, geht ja nicht, haben wir schon gesagt. Ich befürchte mal, weil die Lichter hier drauf sind. Deswegen können wir das ja nicht demontieren, das haben wir ja schon gehabt. Geh mal in den Shop. Gibt es da vielleicht irgendwas Cooles? Achso, nee, da gibt es ja nur unsere. Wir können uns nur eine neue kaufen, theoretisch. Warum auch immer die defekt ist. So, verkaufen. Nee. Montieren. Ja, müssen wir leider draufschrauben. So, jetzt ist aber alles grün wieder beim Moped, oder? Spiegel wissen wir, die brauchen wir aber nicht. Oh, was ist da? Die Kette fehlt auch noch. Alter Schwede. Ja, die passt aber noch. What? LS, LT plus 6 mal X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier. Ja komm, egal, jetzt gehen wir einfach mal fahren. Nee, nicht. Wo sind noch einmal die Termine? Kalender da hinten. Cup Event. Ja, da haben wir jetzt einmal. Ja, da gehen wir jetzt mal rein. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und schauen wir mal.
was da so abgeht. So, ja, trocken. Moment einmal. Können wir dann nicht irgendwie Slicks drauf knallen? Die Pirelli, die SC7er. Jetzt haben wir hier drauf für alle. Genau, muss ich das irgendwie selber ausrüsten? Reifen hinten, die macht den Pirelli drauf. Da sollte man vielleicht auch einmal einen neuen Satz kaufen oder so. Haben wir drauf, der SC2. So. Start. Wir haben ja trocken. Was haben wir jetzt hier? Qualifying oder was? Ne, freies Training steht da. Ja komm, eine Proberunde machen wir mal kurz, wie das Moped so liegt. Sound ist schon mal geil, ja, wissen wir. Sehr schön. Bin mal gespannt hier am höchsten Schwierigkeitsgrad. Oh, bin hier. Also ich habe die Karriere. Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass einen die Leute von hinten einfach abschießen, die KIs. Höchster Schwierigkeitsgrad, Freunde. Und ich kann nirgends die Prozente einstellen, also an dem liegt es anscheinend nicht. Okay. Da hat er uns überholt, aber beschleunigen kann er nicht. Gut, okay, es ist vielleicht noch Training, vielleicht fährt er noch nicht Vollgas, ich weiß es nicht. Aber ich habe da schon Leute gesehen. Oh, ja, genau, jetzt stürzt man da, na super. Die was da gleich schnell waren wie die KI. So gut, vielleicht waren die nicht so schnell unterwegs. Ja, vielleicht gibt er jetzt Gas. Der Kollege hat er nur eine Aufwärmrunde gedreht. Schauen wir gleich einmal. Ja, jetzt fährt er komplett langsam raus. Vielleicht muss ich auch beim Einzelspieler, weil ich glaube, es ist standardmäßig, glaube ich, auf 70%. Aber das, für das waren sie auch noch immer. Nein, das kann es nicht sein. Draußen im Einzelspieler noch einmal jedes Mal neu die Prozente runtergeben. Ja, hier müssen wir einfach ein bisschen früher bremsen, sonst erwischen wir die Kurve irgendwie nicht. So, hier sollte, wollten wir schon die Linie wegtun, genau, aber die brauchen wir hier nicht mehr. Ich glaube, da habe ich meine Bremspunkte. Hier können wir uns da rechts an der Tafel orientieren, weil die stimmt ja eh nicht, die Bremslinie. So, dann schauen wir noch einmal da vorne jetzt, erster Sektor. Boah, da habe ich jetzt keinen speziellen Punkt, aber so ungefähr wissen wir es. Wenn wir so schnell sind, ist ja eh egal. Dann hier mehr oder weniger beim Umlegen bei der Boxenausfahrt. So grob nur.
Da merkt man es eh. Und hier Ende Curb links ungefähr. Ja, passt. Ja gut. Eigentlich werden wir jetzt hier nicht unsere Reifen und unser Material verheizen im Training, oder? Auch wenn es so geil gerade zum Fahren ist. Wir werden aber nur mal schauen, ob man hier... Ah, wo war das wieder beim Video? Hat, glaube ich. Genau, mach die mal weg hier. Hallo? Achso. So, Brücke, Bremspunkt, dann war das zu spät. Boah. Augusta, oder? Mal der Fall die gleiche Wettlinie wäre. Na, verdammt, schauen. Na, fahren wir gleich in die Box. War ich gewollt. Eieiei. Oh, was sagen die Zeiten, Freunde? Was sagen die Zeiten? Fünf Sekunden Vorsprung. Am höchsten Schwierigkeitsgrad, Freunde. Also ich habe die Physik vom Moped jetzt nicht. Ich gehe, glaube ich, auch auf leicht. Aber ich will da nicht stürzen oder irgendwas. Aber vielleicht müssen wir da noch was unterdrehen. Die ganze Zeit stürzen, das ist ja, das will ja auch keiner sehen. Ja, tun wir mal die Session überspringen. Das ist mal eine gute Idee. Und jetzt. Achso, sind wir jetzt. Das ist wirklich das Qualifying. Ja gut, wir können eh von hinten starten. Ist ja eh egal. Ich will nur schauen. Ich hoffe, ich komme ins Hauptmenü jetzt. Ja, perfekt. Das werden wir jetzt einmal kurz versuchen im Einzelspieler. 70% haben wir hier. Wenn wir hier raufgehen auf 90, ob sich das drüben. So, gehe ich da nochmal rein. 90, ja, perfekt, passt. Ob sich das jetzt ändert. Weil dann dürfte ich jetzt im Rennen, dürfte man jetzt in etwa gleich schnell sein. Auf dieser kanadischen Strecke bin ich auf 90% gefahren. Das hätte eigentlich perfekt gepasst. Nicht, machen wir einfach von hinten eine Aufholjagd, würde ich sagen. So, gehen wir rein. Ja, wir können natürlich Material sparen, wenn wir im Einzelspieler auf der Strecke, wo wir gerade dann sind, weil so viele gibt es ja eh nicht. Nein, ich habe das komplette Event. Alter, bin ich behindert. Ich habe das komplette Event. Ich wollte doch nur das Qualifying abbrechen und ins Hauptmenü gehen. Nein. Scheiß Dreck. Habe ich falsch gelesen wahrscheinlich. Okay, aber jetzt sollten zumindest die 90% sein, oder? Doch, Gott sei Dank ist noch trocken. Okay. Ah, jetzt habe ich ein anderes Motorrad. Okay, ich check gerade überhaupt nicht. Ja, geil. Ja, so, jetzt brauchen wir wieder die Ideallinie, weil Ricard kenne ich zwar von Formel 1, aber. Kenne ich zwar von der Formel 1, gehen wir die mal rein, dass man da nicht unnötig lang herumsucht, die Strecke vielleicht. Ah, nee, 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 nee. Abstimmung, gehen wir nochmal, gehen wir bitte. What? Was? Trockene Rennstrecke, genau.
Ich habe jetzt zweimal den richtigen drauf. Ja, oh, verdammt noch einmal. Kann ich da neu starten? Wieder vergessen, dass hier. Achso, ja, geht ja nicht. Wir sind ja im schweren Modus. Ja. Ich vergesse jetzt mal auf die Kupplung. Das gibt's ja nicht. Schau, wie schnell die alle sind. Oh, Alter, was. Da bleibt fast stehen hier. Sagen, die KI ist leider eine komplette Katastrophe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht leicht ist zum Programmieren, aber ja, genau, das ist aber das Problem dann. Scheiße, wie die langsam fahren, das gibt's ja gar nicht. Also ist das nur bei mir so, Freunde, dass die so. Ich bin am höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, auf der Geraden geben sie wenigstens Gas. Aber wir fahren ja komplett durch die Schikane, nicht Formel 1 Ding. Ah, okay, geil. Boah, kurz so ein Lag. Darum rausbeschleunigen haben es leichte Probleme, wie es ausschaut. Tut mir leid, Freunde, aber was nicht besser wird, ich warte, glaube ich, demnächst jetzt bald auf den nächsten Patch. Okay, ist ja komplette Katastrophe. Wenn man MotoGP kennt, sonst ist alles hier richtig geil. Das Fahren ist eigentlich auch okay. Kawasaki haben wir hier am Start. Sound geil, das Fahren ist eigentlich auch okay, super. Ja, genau, und das, was ich schon von einigen gehört habe, wenn man anbremst, dass einen der von hinten einfach komplett abschießt, das ist ja noch schlimmer wie MotoGP. Er fährt auch eine ganz komische Linie hier. Ja, das geht leider, also für mich geht das gar nicht, dass ich jetzt Rennen fahre und dann habe ich so eine KI hier. Tut mir leid, Freunde. So macht es jetzt in der Karriere nicht wirklich Sinn. Für mich jetzt zumindest. Ich reg mich nie wieder über MotoGP auf. Schaust du die wieder, wo die wieder sind? Das gibt's ja nicht, oder? Na, schaffen wir den 300? Ah, knapp. 98, 99, glaube ich. Ja, auch. Das Ding ist ja, auch wenn die KI jetzt, sage ich mal, vom Speed her passen würde, von der Runde. Warum das so schwer ist, auch beim MotoGP. Mittlerweile geht es ja eh, dass die KI. Da muss doch einer fahren auch, der was mittler, ungefähr, ja, mittelgut ist, sagen Sie mal. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Einer, der einigermaßen die Runde auf der Ideallinie fährt, ein menschlicher, der was das prüft. Der hat doch ungefähr seine Rundenzeit wie ich, so ganz grob jetzt. Wenn er mal ein paar Runden fährt, dass ein bisschen reinkommt. Da fährt er eine, weiß ich nicht, da eine 1,56, keine Ahnung, 1,50 in der Gegend. Ja, vor allem, das ist jetzt einmal vom Speed her nur ein Karriereproblem, weil man kann ja im Einzelspieler ja einstellen, die Schwierigkeitsgrad von der KI. Das fehlt hier, dass das, ja, wenn das wer hören sollte von Dreams, was ich zwar nicht glaube, gibt's das bitte rein.
dass man die KI-Stärke einstellen kann, so wie in allen anderen Spielen auch in der Karriere. Formel 1, MotoGP. Der Regler ist ja draußen im Einzelspieler, Freunde. Der Regler ist ja draußen. Und ich würde mal gerne die KIs so anpassen, dass sie den Speed von mir haben, wenn schon nicht von selber funktioniert vom Spiel. Die Mistral gerade, Freunde. Ja, zieh mal runter. $2,99! Ah, dann geht es wieder nicht aus. 300 schaffen wir nicht. Also das Fahren selber ist wirklich gut, also besser wie bei Ride, muss man sagen. Das Fahrverhalten alles, das ist top. Nur die KI geht leider nicht. Gar nicht, ist ja komplette Katastrophe, wirklich, meiner Meinung nach. Ich schaffe es ja nicht einmal, diese Bremslinie einigermaßen vernünftig zu fahren. Das verstehe ich nicht, warum die nicht einmal das schafft. Die Linie einigermaßen vernünftig nachzufahren. Mit 14 Sekunden Vorsprung am höchsten Schwierigkeitsgrad, Freunde. Also ich habe die Physik jetzt nicht drinnen. Die muss ich auch nochmal testen vielleicht. Aber für mich persönlich ist das so okay. Ich komme da gut zurecht und mache da Spaß so. Ich will jetzt da nicht die oberkrasse Simulation haben und da bei ihnen rausbeschleunigen. Auf der Nase liegen vielleicht, weil ich aufpassen muss. Aber bei Traktionskontrolle kann man eh hochschrauben. Aber ich glaube nicht, dass ich dann 15 Sekunden langsamer bin. Ich glaube, ihr seid bei mir, wenn ich sage, ich warte mal, bis der nächste Patch kommt hier bei Reams und dann schaue ich wieder rein. Außer es gibt mir einen Tipp, wie das mit der KI-Stärke in der Karriere eventuell funktionieren könnte, wenn es einen Trick gibt und ich kenne ihn noch nicht. Wir werden jetzt einmal rein vom Speed her. Wir werden dann reingehen, Paul Ricard, Einzelrennen. Ah, das habe ich jetzt komplett verkackt gerade. Ja, ich weiß, immer auch bei Formel 1, wenn ich rede, da bin ich nicht hundertprozentig, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Hin und wieder habe ich dann so einen leichten Aussetzer. Und triff den Bremspunkt nicht genau. Wir gehen in Einzelspieler und schauen uns mal den Speed an auf 90% bei der KI, so wie wir es in Kanada gehabt haben. Es klappt. Safe 100%, ich glaube das. Schaut, wo die schon wieder sind, das ist ja nicht normal. Also es ist exakt noch immer derselbe Schwierigkeitsgrad von der KI her. Also der Speed, wie beim ersten Rennen, wie ich auf ganz leicht auch gestellt gehabt habe, das hat sich null geändert. Der Regler muss einfach sein. Das ist ein komplettes Must-Have. Der muss einfach drin sein, der Regler. Mir ist schon spanisch vorkommen, dass du nur, ja, drei Schwierigkeitsstufen generell, okay, das passt ja. Dass du nicht raus kannst und so wieder und neu starten kannst, das Event auf Profi, okay. Aber dass ich da mit dem Einzelspieler schon, der Regler ist für die Prozent von 20 bis 100, dass in der KI, dass in der Karriere dann nur die drei Schwierigkeitsstufen gibt, ist mir schon ein bisschen spanisch vorkommen. Ich persönlich glaube, der fehlt nur in der Karriere der Regler und der wird noch kommen mit dem Badge, das glaube ich. Ich hoffe es auch. Der muss einfach rein. Ich glaube, den haben sie nur vergessen. So, wir werden mal über die Ziellinie fahren. Was haben wir auf der Uhr eigentlich? Oh, 30 schon, das gibt's ja nicht. Ja, es ändert jetzt ja nichts. Wenn wir jetzt auf Paul Ricard noch einmal Einzelspieler fahren. Wir haben sie in Kanada eh getestet, das funktioniert damit die Prozente. Abgesehen davon, dass wir ein bisschen komisch fahren.
Einer beim Anbremsen abschießen. Hilft uns das ja nicht wirklich weiter? Ja, 25 Sekunden Vorsprung, ja, das ist genau das. Da hat sich null geändert, leider. Silber haben wir noch geschafft. Ja, nicht das silberne Helm, sondern jetzt habe ich auch schon mitbekommen. Ja, und jetzt ohne Badge brauchen wir da gar nicht schauen. Ich kann hier Tabelle, ich kann ja hier beim Event selber auch nichts einstellen an und für sich. Tabellenstand. Ah, oh, das sind wir jetzt erst da. Sehr gut. 2 von 4, sehr schön. Das andere fahren wir dann das nächste Mal. Ich sehe jetzt hier Karriere-Schwierigkeit auf Profi. Mehr geht nicht, also es kann nur ein Fehler sein. Ihr habt die Physik, aber die Physik ist ja realistisch. Ja, ich werde es mal testen auch, aber da haben wir keine 25 Sekunden Vorsprung nach dem Rennen. Wir werden es mal testen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber schon 30 über auf der Uhr. Das lassen wir mal aus. Echt schade. Wir können natürlich hier im Einzelspieler mal so einzeln ein paar Testrunden drehen und vor allem hier auf den Straßen oder was so ein bisschen schauen, ein bisschen fahren, so zum Spaß. In Spanien mal eine Runde drehen. Das könnte ich vielleicht noch in der nächsten Part mal machen hier. Dass wir da mal ein bisschen spazieren fahren quasi auf den Strecken. Und dann hoffen, dass ein Patch kommt, dass wir hier ja, bei den Regeln ändern die KI-Stärke. Es ist aber wieder auf 70% gesprungen. Aber 70 sind das auch nicht. Das ist mir ja zu laut. Das ist ja, wenn man das bis auf 20 runterdrehen kann. Also mehr wie 50 ist mir das gefühlt jetzt nicht vorkommen. Und es ist aber auch hier automatisch immer Standard auf 70. Meine, das könnte es noch sein, dass 70% ist, aber ja, Freunde. Vielleicht bringe ich demnächst noch mal so eine Einzelfahrt, weil die Karriere hat so wirklich null Sinn. Wenn die so fahren und ich immer Erster bin, abgesehen davon, dass wir mal reinfahren. Vielleicht machen wir das nächste Mal noch einmal ein Einzelrennen so zwischendurch. Oder immer wieder mal, sagen wir es mal so, ich werde immer wieder zwischendurch, bis der erste Patch kommt, mal so ein Einzelrennen fahren. Nächstes Mal werden wir gleich in Polrich H fahren. Auf 90% einstellen. Ich glaube, das war ganz okay letztens. Das ist so ungefähr meine Stärke dann. Und so werden wir das machen. Auch ein bisschen eine Ausfahrt machen irgendwo auf so einer Landstraße dort. Meine, viele Strecken haben wir ja leider nicht, aber vielleicht kommt ja noch was. Und dann schauen wir sich das einfach an. Ja, bis hierher sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und ja, für mich macht diese Karriere leider keinen Sinn so. Vielleicht hat er für euch noch irgendwer eine Idee für mich. Wie geht's euch? Wie geht's euch mit dem Spiel? Habt ihr auch diese Probleme? ja, gut. Dann werde ich mich verabschieden. Schreibt mal das gerne in die Kommentare, was ihr für Probleme habt mit der KI, ob das bei euch mit der Stärke auch so ist. Wie gesagt, ich bin jetzt schon auf einer Schwierigkeitsstufe ganz hoch und gefühlt sind sie noch immer gleich schnell. Es ändert sich einfach die KI-Stärke nicht. Jetzt sind wir mittlerweile eh schon beim, weiß ich, welchen Rennen schon relativ weit. Also wenn jetzt die KI noch nicht ein bisschen Gas gegeben hat, jetzt haben wir, wie viel wir schon gefahren sind eigentlich. Und die ist noch immer eine halbe Minute langsamer nach 5 Runden. Jetzt kommt der Nürburgring.
Das, entweder sehe ich es einfach nicht, wo man das einstellen kann, oder es gibt es wirklich nicht. Jo, Freunde, in diesem Sinne werden wir vielleicht noch das eine oder andere Einzelrennen im einzelnen Spieler fahren mit 90%, dass wir uns dann mal die Strecken anschauen, wie die KI richtig reagiert, wie sie wirklich dann unterwegs ist im Rennen, wenn sie auch schnell ist. Und ja, dann sage ich trotzdem danke fürs Zuschauen. Und wir werden uns sicher noch das eine oder andere Mal hier sehen. Und spätestens, wenn der erste Patch kommt, werden wir da gleich einmal reinschauen, ob sich was getan hat. Also, danke fürs Einschalten, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.